Leute, es schneit endlich mal wieder in Deutschland. Und trotzdem will ich natürlich Fahrrad fahren. Und was ist da genau das richtige Fahrrad für sowas? Natürlich ein Fatbike. Und das haben wir heute hier im Programm von Hitway. Ein Fatbike für unter 1000 Euro. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Los geht's. Ja, und ihr seid bei dem E-Mobilist. Bei dem E-Mobilist geht es natürlich immer um E-Bikes der besonderen Art. Was ist denn jetzt hier das Besondere dran? Ja, also auf jeden Fall mal der Preis. Das ist ein ganz besonderer Preis. Aktuell sogar reduziert auf Amazon für knapp 700 Euro. Aber unter 1000 Euro auf jeden Fall ein Preisknaller. Denn ein Fatbike ist bei Schneefahrten absolut geeignet. Das Beste, was man sich vorstellen kann, vielleicht wäre es noch besser mit Spikes. Dazu gibt es bald auch noch ein Video zu Retire. Da könnt ihr euch nämlich die Reifen so umbauen, dass ihr einfach Spikes schnell montieren könnt. Gibt es dann bald da oben zu sehen. Aber jetzt hier bei diesem Fatbike einfach so, wie es da steht, für knapp 700 irgendwas, unter 1000 Euro auf jeden Fall. Und dann blende ich euch an dieser Stelle einfach mal noch kurz die Spezifikationen von dem Hitway Fatbike ein. Schaut mal her. Ja, einen ziemlich großen Akku, 60 bis 90 Kilometer Reichweite wird vorgegeben vom Hersteller. Kommt natürlich immer drauf an, wie ihr fahrt. Ihr habt hier fette 20 Zoll Räder mit 3 Zoll Breite. Also auf jeden Fall mal Fatbike Tires. Wenn ihr ein bisschen die Luft rauslasst, dann habt ihr natürlich im Schnee noch einen besseren Grip. So macht man das in den Dünen auch immer. Ja, was ganz Besonderes ist noch dran, wie man hier den Akku entnimmt. Den Sattel kann man hochklappen, dann könnt ihr den Akku nach oben rausziehen. So könnt ihr den Akku einfach dann zu Hause im Wohnzimmer aufladen oder auch direkt am Fahrrad geht natürlich auch. 5 bis 6 Stunden wird da angegeben, dauert es, bis der Akku wieder voll ist. Ja, ist eine ziemlich gute Beleuchtung tatsächlich dran. Also für ein Fahrrad in der Preisklasse absolut bemerkenswert. Vorne und hinten vom E-Bike-Akku gespeist. Damit kann man tatsächlich auch nachts fahren, denn man wird gut gesehen und sieht auch gut. Alles STVZO-konform natürlich. Dann weiteres Sicherheitsmerkmal hier. Haben wir mechanische Scheibenbremsen mit einer 160er Disc vorne und hinten. Die muss man natürlich noch ein bisschen straffer einstellen. Dann sind sie aber auch gut. Da kann man wirklich auch gut im Schnee bremsen. Dann sind wir hier mit einer 7-Gang-Turny-Schaltung TZ unterwegs. Das ist eine Einsteigerschaltung, reicht aber vollkommen aus. Also ihr kommt hier in alle 7 Gänge. Damit kommt man auch mal einen Berg hoch. Was ganz Besonderes ist auch noch hier die Kette. Das ist so eine Anti-Rost-Kette. Das ist natürlich immer eine schön saubere Sache. Ihr merkt, da ist kein Öl dran. Also wirklich cool. Dann haben wir hier diese Spezialspeichen. Das finde ich, das sieht auch echt ganz gut aus und lässt sich so natürlich wunderbar putzen. Autoventile mit dran. Hier hinten noch die 160er-Disc von der Hinterradscheibe. Da ist der Akku. Der lässt sich eben ganz leicht entnehmen. Einfach den Sattel dazu einmal so hochklappen. Dann könnt ihr den rausziehen. Natürlich müsst ihr hier vorher den Schlüssel noch umschalten. So, und dann kann man den rausziehen. Dann haben wir hier allerdings auch noch eine Akkuanzeige. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, wie voll der Akku ist, einfach lange draufdrücken. Dann seht ihr, wie voll der Akku ist. So kann man den wieder zurückklappen. Der ist auch wirklich extrem komfortabel, muss ich sagen. Und apropos Komfort, den habt ihr nicht nur für euch, sondern eben auch noch für euren Beifahrer. Hier könnt ihr einfach hinten nochmal eine Person mitnehmen. Und die ist dann auch noch richtig schön gefedert, also zumindest hier mit einer leichten Dämpfung unterwegs. Und das Ganze ist ja ein Klapprad. Also wir haben hier 20 Zoll Reifen vorne und hinten mit dran. Und hier ist der Klappmechanismus. Der ist soweit auch relativ easy, einfach hochziehen und aufmachen. Geht leicht, klappe ich jetzt nicht auf. Funktioniert aber wunderbar, weiterer Klappmechanismus ist sozusagen hier. Könnt ihr natürlich den Sattel mit reinklappen. Dann habt ihr hier nochmal für den Lenker eine Klappfunktion, so dass man das wirklich recht klein zusammenkriegt. Und dann kann man das eben auch mal mitnehmen für eine winterliche Tour. Ansonsten ist es einfach ein Fahrrad, was für den Winter so absolut geeignet ist. Ich finde hier das Display für einen Preis von knapp irgendwie 700 plus, also unter 1000 Euro, ist das absolut in Ordnung. Sogar ein beleuchtetes Display, das gibt es oft auch bei höherpreisigen Fahrrädern nicht. Hier haben wir eben die Schiebehilfe mit dran. Damit fahrt ihr dann tatsächlich sogar ein bisschen schneller als erlaubt. Also das müsste man
im Notfall noch deaktivieren, wenn man wirklich StVZO-konform unterwegs sein möchte. Und dann ist hier die Schaltung, Shimano Tourney Schaltung, eine sehr einfache Schaltung, lässt sich wunderbar bedienen. Hier sind wir auch vorne noch gefedert unterwegs. Auch der Lenker lässt sich im Winkel noch verstellen. Hier das Display mit den Plus- und Minustasten für die Unterstützungsstufe. Und dann könnt ihr hier noch die Fahrdaten abrufen. Ergonomische Griffe haben wir hier in der Preisklasse, was ganz Besonderes. Für mich ist das Hitway definitiv ein Hit in Sachen Preis. Denn für den Preis kriegt ihr sonst eigentlich kein Fatbike. Ich muss sagen, klar sind es Einsteigerkomponenten, eine Tourney-Schaltung, auch die Bremsen. Alles Einsteiger, lässt sich aber auch alles so einstellen, dass man damit wirklich, wirklich auch gut fahren kann. Und jetzt gerade die Reifen sind eben bei so einem Wetter ideal für ein sicheres Pendeln, sicheres Umherfahren. Da macht es auch noch richtig Spaß. Und dementsprechend kann ich es euch empfehlen. Schaut mal auf Amazon, da unten ist ein Link mit drin. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich drehe jetzt noch eine Runde im Schnee, denn das macht richtig Laune. Natürlich ziehe ich mir noch einen Helm gleich an. Das war jetzt nur ganz kurz fürs Video. Aber wenn ihr sonst unterwegs seid, immer mit Helm fahren, ganz wichtig. Handschuhe am besten auch noch anziehen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Servus.